Nun wagen wir einen Blick nach München in das Jahr 1517. Damals wütete dort die Pest. Außer Totengräbern wagte sich kaum jemand vor die Tür. Ein paar mutige Fassmacher, auch Schäffler genannt, wollten dem Trübsal ein Ende bereiten und tanzten durch die Straßen. Seit 1887 wird dieser Brauch auch im unterfränkischen Stadtprozelten gepflegt. Die Schäffler tanzen hier nur alle 7 Jahre, auch heute wieder. Max Firmbach hat heute seinen großen Tag. Ist das fest genug? Ja. Zum ersten Mal trägt der 17-Jährige die Schäfflertracht der Stadt Prozeltener. So, Schuhe noch? Schon als 10-Jähriger sah Max den Zug der tanzenden Männer. Die Bilder von damals sind ihm bis heute in Erinnerung. Ja, also wir waren damals auf dem Balkon gestanden und haben die ganzen Menschen gesehen. Ich wusste eigentlich gar nicht, was das ist damals, aber es hat Spaß gemacht. 7 Jahre später ist Max nun selber mit dabei. In der Stadthalle treffen sich alle 80 Tänzer und schmücken ihre Metallbögen mit Girlanden. Nur gebürtige Stadtprozeltner dürfen mitmachen. Der Schäffler-Tanz ist alleine den Männern vorbehalten. Wer keinen eigenen Schnurrbart hat, bekommt einen angeklebt. Der 9-jährige Tom hilft heuer beim Fassziehen. Papa, Opa und Uropa werden hinterher tanzen. Wir machen die ganze Familie mit, wir machen die Generation mit, die inzwischen schon gar nicht mehr hier wohnen. Sie wohnen jetzt schon ein paar Ortschaften weiter. Sein Junior, der wohnt jetzt schon in Nürnberg, der kommt auch hierher, bläst mit, macht Musik mit. Also wenn, dann sind alle eingebunden hier. Der 17-jährige Max hatte bislang noch keine Erfahrungen mit Bartwuchs. Komisch, sehr komisch. So. Punkt 13 Uhr geht's los. Die Blasmusik zieht durch den ganzen Ort und an 7 Stellen macht die Truppe Halt und tanzt. Max ist mittendrin und hebt unermüdlich seine Beine. Ist gut, anstrengend ein bisschen und kalt. Seit 125 Jahren ziehen die Schäffler durch den Ort, auch bei Sturm und Regen. 1887 brachte ein Schlossergeselle den Brauch nach Unterfranken. Seitdem tanzen die Männer alle 7 Jahre durch den Ort. Schäffler werden sie genannt, weil man das Holzfass früher auch als Schaff bezeichnete. Vor 50 Jahren gab es den letzten echten Schäffler in Stadtprozelten. Heute beherrscht das Handwerk keiner mehr am Ort. An der Tradition halten sie dennoch fest. Und damit alles rund läuft, haben die Männer unermüdlich geprobt. Alle tanzten in den letzten Monaten nach seiner Pfeife. Wolfgang Grimm wurde von den Männern zum Oberschäffler gewählt. Er passt auf, dass niemand aus der Reihe tanzt. Max fand schnell heraus, was ein Schäffler braucht. Rhythmusgefühl haben, dass man das Bein richtig hoch macht. Sonst, ja, Spaß dabei auch. Achtung. 4 verschiedene Figuren studieren die Männer ein. Damit wollen sie, so wie einst, Frohsinn verbreiten. Diese Aufgabe allerdings nehmen sie sehr ernst. Ist ja jeder im Schäfflerfieber jetzt, ne? Schon monatelang. Wir proben seit Oktober. Und da hat jeden der Schäffler-Virus erfasst. Und dann in der Tracht und mit den Girlanden, das ist ein Bild, das ist, gibt's kein zweites Mal in Bayern. Vor allem weiß-blau bei der Schäffler. Und da stößt der Münchner so auf, weil sie halt rot und grün sind und wir sind die einzig weiß-blau. Aber so ist es uns überliefert und so tragen wir die Tradition halt fort. Und dann ist da noch der Reifenschwinger Wilfried Schmidt. Der dreht dabei ein Weinglas überm Kopf. Ein Tropfen daneben soll Unglück bringen. Haben Sie schon mal was verschüttet? Ja, gerade eben. Es muss immer im Schwung bleiben, sonst geht auch ein Tropfen mal raus. Bis zum Ende des Tanzes wurden die Stadtprozeltner vom Unglück verschont. Und Max freut sich schon aufs Danach. Aber das Beste kommt danach. Endlich was zu essen. Nach 7 Auftritten tanzen die Schäffler ins Festzelt und stärken sich dort. Und dort im Festzelt klingt zur Stunde das Fest in Stadtprozelten wieder aus.